Und damit hallo und herzlich willkommen zu Vamplia. Mutter, sind... oder Mami eigentlich, sind Vampire real? Nein, natürlich nicht. Es gibt nicht so Zeug wie Vampire. Aber ich möchte, dass sie real sind, Mami. Hast du gar keine Angst vor denen? Nee, ich finde die echt cool. Ist das so? Wer weiß? Vielleicht sind sie ja real und noch nie jemand hat jemanden getroffen. Ich hoffe, ich treffe eines Tages einen Vampir. Wenn du das tust, dann hoffe ich, dass es ein freundlicher Vampir ist, der Menschen nicht verletzt. Ja, ein netter, mit Superkräften. Einer, der sich in eine riesige Fledermaus verwandeln kann und mich auf ihrem Rücken reiten lassen kann. Oh, Tristan, du hast einfach so eine wilde Fantasie. Sie sind echt, ich weiß es einfach. Gut, Süßerchen, jetzt ist es aber Zeit zu schlafen. Gute Nacht, Mami. Süße Träume, mein kleiner Vampir. 19 Jahre später. Das Leben ist bescheiden. Zumindest meins. Mir passiert einfach nichts Interessantes. Nicht wie in den Büchern, die ich lese, oder den Geschichten, die ich schreibe. Alles in meinem Leben ist durchschnittlich. Mit einem tieferen Stöhnen trete ich aus einem Laden auf die Straße und bemerke, dass es bereits dunkel geworden ist. Bringe eine weitere langweilige Schicht im Buchladen habe ich hinter mich gebracht und morgen wird genau dasselbe langweilige wieder vor mir liegen. Großartig. Ganz ehrlich, dort zu arbeiten ist nicht so schlimm. Ich liebe Bücher. Aber die Kundschaft ist manchmal wirklich unhöflich und seltsam. Ich rede nicht gern mit Leuten. Nun, Zeit heimzulaufen. Ich kann nicht abwarten, bis ich hinsitzen kann und wieder weiterschreiben. Das ist was, das mache ich viel lieber als normales Arbeiten. Mein Telefon klingelt, obwohl ich gerade in... also unterbricht mich gerade in meinem Gedankengang. Wer zur Hölle schreibt mir, muss Mutter sein. Happy Halloween, mein kleiner Vampir. Meine Mutter, ich habe gesagt, du sollst aufhören, mich so zu nennen. Ich bin kein kleines Kind mehr. Weißt du noch, wenn du dich jedes Halloween als Vampir verkleidet hast? Du warst so süß, Mutter. Du warst so besessen. Du hast mir gesagt, dass du einen Vampir heiraten möchtest, wenn du groß bist. Ganz im Ernst, soll ich dich blockieren? Wie auch immer, ich habe nur gerade an dich gedacht. Bitte geh heute mit deinen Freunden aus, Liebling. Ich möchte nicht, dass du an Halloween alleine bist. Ich liebe dich so sehr. Ja, werde ich. Ich liebe dich auch. Schalte mein Telefon stumm und stecke es in die Tasche zurück. Tut mir leid, Mutter, ich habe dich angelogen. Ich habe keine Freunde. Ich bin immer in meiner kleinen eigenen Welt. So stark, dass ich die Gegend um mich herum nicht so sehr wahrnehme. Sie hat meinen alten Spitznamen hervorgekramt. So peinlich. Ich bin als Kind durch eine Vampirphase gegangen und daran wird sie mich immer erinnern. Ich habe tatsächlich vergessen, dass heute Halloween ist. Das ist schade. Seltsam zu denken, dass das mal meine Lieblingsjahreszeit war. Normalerweise verbringe ich den Tag mit Mutter, der alten Zeiten willen, aber sie ist im Urlaub. Sie reist gerne. Sie ist nicht so jemand, der gern zu Hause bleibt wie ich. Außerdem, hier in Australien wird Halloween sowieso nicht so sehr gefeiert. Trotzdem, ein paar Leute nehmen das Entschuldigung, um sich zu betrinken und laute Partys zu schmeißen. Manche Kinder verkleiden sich und wollen Süßes oder Saures, wie sie es im Fernsehen gesehen haben. Ich war auch eins dieser Kinder, aber mittlerweile nerven sie mich. Wann bin ich
so langweilig geworden oder so alt, gedanklich. Das Miauen einer Katze erregt meine Aufmerksamkeit. Ich schaue auf meine Füße und sehe den Grund. Oh, wieder diese schwarze Katze. Sie kommt hier nun schon seit einer Woche jeden Tag nach der Arbeit her. Ich habe versucht, sie zu füttern, aber sie hatte keinerlei Interesse. Sie wollte nur gestreichelt werden. Macht mir nichts, ist eine sehr hübsche Katze. Hey, Hübschi, wartest du auf mich? Sie schnurrt glücklich und reibt ihren Körper gegen meine Beine. Oh, hast du mich vermisst? Ich dich auch. Ich denke, er ist ein Streuner. Armes Ding. Ich kann kein Halsband an ihm erkennen. Ich würde ihn gerne mit nach Hause nehmen, aber meine Wohnung ist zu klein und ich bin fast nie zu Hause. Sie löst sich und ich bücke mich nach unten, um sie zu streicheln. Das Fell ist so weich und scheinend. Ich hoffe, du hast einen Ort, den du zu Hause nennen kannst. Schaut mich mit gelben Augen an. Einen wissenden Blick, als ob sie weiß, was ich denke. Es klingt fast nach, nehme ich mit dir heim. Pff, wie lächerlich. Mutter hat recht, meine Vorstellungskraft geht mit mir durch. Fast 10 Minuten verstreichen. 10 Minuten, als ich die Katze nur streichle. Sie braucht die Aufmerksamkeit und sieht nicht aus, als würde sie mich gerne gehen lassen. Ich stehe auf. Sollte heimgehen, es wird spät. Die Katze scheint nicht sehr glücklich darüber zu sein und presst sich erneut gegen meine Beine. Tut mir leid, Hübschi, ich kann nicht bleiben. Ich muss jetzt heimgehen. Ich denke, ich sehe dich nächstes Mal. Ein bisschen Schuld überkommt mich, als ich mich von dem Flauscheball loswinde. Ich winke ihm auf Wiedersehen, bevor ich weglaufe. Die Augen verfolgen mich. Der Weg nach Hause fühlt sich länger, als er wirklich ist. Ich denke, das ist hauptsächlich, weil ich das Gefühl habe, dass ich verfolgt werde. Aber wenn ich mich umdrehe, ist dort niemand. Ich habe keine Angst, es nervt nur. Ich hasse es, dieses Gefühl, als ob ich beobachtet werde. Wenn dort wirklich jemand ist, dann würde ich mir wünschen, sie würden sich einfach zeigen, anstatt in den Schatten herumzukriechen. Dieses Mal drehe ich mich schnell auf dem Absatz und hoffe, die Person zu sehen. Wie immer, nichts. Zeig dich, sage ich, wie in einer Art Horrorgeschichte, aber das ist keine Fiktion. Enttäuschend. Ich wusste nicht, was ich erwartet habe. Ich kann das Gefühl trotzdem nicht abschütteln, aber ich entscheide mich jetzt zu ignorieren und an was anderes zu denken. Ich möchte heimgehen und schreiben, aber um ehrlich zu sein, ich habe ein bisschen eine Schreibblockade. Und außerdem möchte ich die Süßes oder Saures Leute umgehen, falls überhaupt eine kommen. Vielleicht wird es helfen, an einen Ort zu gehen und ich kenne nur diesen Ort. Es gibt ein verlassenes Haus in meiner Stadt. Schon seit Jahren ist dort niemand mehr und er ist von Zäunen umgeben, aber ich weiß, wie man heimkommt. Ein paar Leute sagen, es spukt dort. Ich glaube nicht dran, trotzdem. Wie auch immer, ich gehe gern dorthin und entspanne mich ein paar Stunden, nur um zu schauen, ob irgendwas Interessantes passiert. Natürlich passiert nie was Interessantes, aber wer weiß, dieses Mal könnte es anders sein. Das Loch dort im Zaun, durch das ich mich normalerweise durchkrieche, ist immer noch dort. Zum Glück für mich hat es noch niemand geflickt. Das heißt, ich habe keine Probleme reinzukommen. Jede normale Person fände diesen Ort hier ziemlich düster oder beängstigend. Ich finde ihn schön. Es fühlt sich an wie in einer Gothic-Roman. Ich komme hier gern her, wenn ich eine Schreibblockade habe. Die Szenerie inspiriert mich.
Und irgendwie ist es an Halloween noch schöner, vor allem jetzt mit dem Vollmond. Ein schwarzer Schatten rennt über die Pflastersteine und in den überwucherten Garten. Es sieht wie eine Art Katze aus. Wäre nicht überrascht, wenn es so ist. Der Ort wie hier ist ideal für Streuner. Und viel Licht gibt es ja auch nicht, abgesehen vom Mond. Ich denke, es ist genug für mich, um ein bisschen zu schreiben. Ich öffne mein Notizbuch auf einer leeren Seite und mit einem Füller in meiner Hand warte ich auf Inspiration. Jede Minute. Plötzlich überrascht mich das laute Knacken eines Astes. Was ist das? Ich denke nicht, dass eine Katze groß genug ist, um so ein Geräusch zu machen. Ich habe keine Angst, aber es fühlt sich an, als sei jemand anders hier, dass jemand anders, der mich beobachtet. Das ist dasselbe Gefühl, das ich habe, wenn ich heimgehe. Hey! Ich drehe mich zu meiner Rechten und sehe einen schlanken Mann dort stehen. Ich weiß nicht, wann er hierher gekommen ist oder wie lange er schon dort steht. Er ist in den Schatten, das heißt, ich kann nur seine Konturen sehen. Sie befinden sich auf Privatgelände, sagt wer. Ich. Er tritt aus den Schatten und ich sehe sein Erscheinungsbild. Er sieht wie ein seltsamer Cosplayer aus. Soll ich Angst haben? Wir starren einander an. Keiner von uns sagt ein Wort, bis er endlich die Stille durchbricht. Haha. Ich mach doch nur Witze, schau nicht so ernst aus. Da bist du an der falschen Adresse. Die Kostümparty ist die Straße runter. Kostümparty? Du bist doch als Vampir verkleidet, oder nicht? Das ist kein Kostüm. Also was, bist du ein echter Vampir? Nun, ja. Er zögert es zu sagen, als sei es ein Geheimnis oder so. Seine Augen haben eine unnatürliche Farbe, ein Gelb, fast eine Gold. Ein Goldton. Müssen Kontaktlinsen sein. Die Fangzähne, fake. Die stilisierten Ohren, auch. Ja, genau. Ist die Wahrheit. Als ob ich dir glauben würde. Haha. Glaub, was du möchtest. Was auch immer. Was will der Typ von mir? Er mag super seltsam sein. Aber ich kann nicht ignorieren die Tatsache, dass er attraktiv ist. Und absolut mein Typ. Also, was bringt dich hier? Ich will ihn dasselbe fragen, aber juckt's mich wirklich? Vielleicht ist er einfach nur hierher gekommen, um Fotos zu machen in seinem Fake-Vampir-Outfit. Also Selfies machen. Ich ignoriere die Frage und schaue weg. Wenn ich ihm nicht die Aufmerksamkeit gebe, die er will, geht er vielleicht. Der Vollmond ist schön heute Nacht, denkst du nicht? Hallo, kannst du mich hören? Er versteht es nicht. Ich rede nicht mit Fremden, Seltsamen oder Lügnern. Und du bist alles drei. Ich lüge nicht, ich bin ein Vampir. Witzig, dass das, was ihn am meisten beschäftigt, ist, dass er Lügner genannt wird. Beweis es. Verwandle dich in eine Fledermaus. Haha, tut mir leid, aber das kann ich nicht. Das ist, was ich dachte. Vampire. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Eine Mischung aus Vampir und Lügner. Das Wort. Vampire. Und was für ein Vampir-Dreckkreuze? Ist das nicht eine ihrer Schwächen? Nicht alles, das du im Fernsehen oder in Büchern liest über Vampire, stimmt. Das heißt, du glänzt gar nicht im Sonnenlicht? Nein. Schön wär's. Wär cool. Langweilig. Was? Vampire sind so langweilig und aus der Zeit gefallen. Kannst du nicht kreativer sein? Du hast keine Angst vor mir? Pff, nö. Darüber sieht er glücklich aus, warum auch immer. Alles sehr seltsam. Genug von Vampiren. Ich weiß nicht, warum ich ihm überhaupt zuhöre. Mein Name ist Laurie.
Ich habe nicht gefragt. Was ist dein Name? Sage ich dir nicht. Das ist okay, ich kenne ihn sowieso. Tust du? Was ist er dann? Tristan. Wie zur Hölle weißt du das? Entspann dich. Ich hab's gesehen, es steht vorne auf deinem Notizbuch. Hä? Ich hab's vorne auf meinem Notizbuch, aber wie hätte er das sehen können? Ich hab's immer an meine Brust gepresst. Es ergibt einfach keinen Sinn. Über was denkst du nach? Seine Augen hinterlassen einen bleibenden Eindruck und sie sehen irgendwie bekannt aus. Ich finde es schwer wegzuschauen. Es fühlt sich an, als würden sie mich einsaugen. Gute Güte, ich kann doch nicht in diesen seltsamen Typ verknallt sein. Ich kenne ihn nicht und nach allem, was ich weiß, könnte er ein Serienkiller sein. Ich schüttle meinen Kopf und drehe mich weg von ihm. Ich habe nur darüber nachgedacht, wie schön es war, allein zu sein. Und nun... Ja, ich sagte, ich wollte, dass mir was Interessantes passiert. Aber einen hübschen, möchtegern Vampir, der sich selbst in mein Leben einlädt, war nicht, was ich im Sinn hatte. Tut mir leid, dass ich deine Alleinzeit störe, aber ich denke, du merkst es, mit mir zu sprechen. Was zur Hölle gibt dir diesen? Bringt dich auf den Gedanken. Du hast nicht versucht zu gehen. Ich gehe. Nee, warte, bitte nicht. Es regnet vom Himmel. Am Anfang sind sie noch kleine Tropfen, aber in ein paar Sekunden werden sie hart. Was zur Hölle? Ah, Regen. Er rennt und unter das Vordach an der Türe. Und ich folge ihm. Ich kann nicht glauben, dass es jetzt einfach zufällig so regnen angefangen hat, wie so ein perfekter Zeitpunkt einer romantischen Geschichte. Vor allem ist es ziemlich starker Regen. Jetzt bin ich hier mit diesem overdressed Typ. Ich drehe mich zu ihm hinüber und er sieht sehr steif aus. Er hat auch so Angst vor dem Regen gehabt. Bist du okay? Ja, natürlich. Warum auch nicht? Er schüttelt sich. Er ist ein ziemlich schlechter Lügner. Ich wusste nicht, dass Vampire Angst vor Wasser haben. Haben wir nicht. Er tut immer noch so, als sei er ein Vampir. Ich denke, ich kann ja mal mitspielen. Dann nur du? Ja, nur ich. Er schaut mich an. Oh nein, dein Haar wurde nass. Es ist schön, es macht nichts. Nur ein bisschen Wasser. Sieht so hübsch aus. Soll das ein Anmachspruch werden? Ah, tut mir leid. Manchmal sage ich Dinge, ohne nachzudenken. Nun, du bist falsch und ich werde es mir schneiden lassen, die Haare. Nein. Was meinst du, nein? Ich meine, lange Haare stehen dir. Du solltest es so lassen. Warum würde es mir das ausmachen, was ein Vampire wie du denkt? Niemand hat mir Komplimente gemacht, vor allem nicht über meine Haare. Mir wurde gesagt, dass ich ganz Standard aussehe und ich stimme zu. Aber nur weil er heiß ist und gute Komplimente macht, heißt es nicht, dass ich meine Abwehrmauern senken kann. Wir sitzen in unangenehmer Stille beisammen. Merkst du Katzen? Was ist es mit den seltsamen Fragen? Nun, ich war nur neugierig und ich merke keine Stille. Fühlt sich allein an. Bisschen ziemlich hübsch, denke ich. Ich hatte das Gefühl, du würdest das sagen. Warum lächelst du? Es macht mich nur glücklich, das ist alles. Okay. Was ist dein Bluttyp? Das hast du mich jetzt gerade nicht gefragt. Er sieht irgendwie cool aus, aber er ist eine totale Pfeife. Was ich irgendwie beruhigend finde. Tut mir leid, schlechter Witz. Obwohl er lächelt,
sieht er immer noch, sieht er ein bisschen, ja, aus, als hätte er nicht mit einer negativen Antwort gerechnet. Vielleicht sollte ich auch eine dumme Frage denken, ihm zu stellen. Ich sollte einfach die Antwort geben. So, erzähl mir, wie bekommst du Blut zum Trinken? Beißt du Leute? Er sieht verletzt aus durch die Frage. Natürlich nicht. Ich beiß nicht irgendjemand. Was zur Hölle meint er damit? Er schaut mich an und sein Blick ist so intensiv, dass ich wegschauen muss. Warum schaust du mich so an? Wie? Wie, naja, jemand, der Hunger auf Blut hat. Oh, tut mir leid. Hab ich nicht vor. Wie auch immer, schon mal von einer Blutbank gehört? Natürlich. Bist du ein Blutkonservenräuber? Haha, du bist ziemlich lustig. Ich versuche nicht lustig zu sein. Ich glaub's nicht, ich kauf's. Ich weiß nicht, wie legal es ist, Menschen Blut zu kaufen. Aber spielt es eine Rolle, wenn er sich das sowieso nur ausdenkt? Ist es nicht teuer? Nun, ja. Aber wir müssen nicht so oft essen, wie ihr Menschen es tun müsstest. Ich kann Wochen verbringen ohne einen Tropfen Blut. Schöne Geschichte, Vampire. Hast du das selber ausgedacht? Ist die Wahrheit. Was auch immer. Zu reden scheint ihn ein bisschen aufgeheitert zu haben. Was passiert, wenn du keins hast? Er dreht sich von mir weg, sodass ich sein Gesicht nicht sehen kann. Darüber möchte ich nicht nachdenken. Mir ist es bis jetzt noch nicht passiert. Das hat ja nicht lang gehalten. Sollte das Thema wechseln. So, wie alt bist du? 100 Jahre alt oder so? Er lacht und ich freue mich. Nein, ich bin 25. Ein Jahr jünger als ich. Und er versucht immer noch, mich von seiner Geschichte zu überzeugen. Also bist du erst kürzlich Vampir geworden? Wieder falsch, ich wurde als Vampir geboren. Ziemlich langweilige Herkunft, nicht wahr? Mehr als eine... Lacey ist so ohne was, also nicht viel Mühe gegeben damit und unoriginell. Nun, wie alt bist du? 26. Ha, ich hätte dich jünger geschätzt. Ja, höre ich oft. Weil du einfach ein Babygesicht hast. Sag das nochmal, ich bring dich um. Oh, tut mir leid. Falls es hilft, ich finde dich hübsch. Sei einfach still, du machst nur noch schlimmer. Es tut mir leid. Und hör auf zu sagen, dass dir leid tut. Weißt du, das Wort verliert seine Bedeutung, wenn man es so oft verwendet. Tut. Stopp. Er schlägt sich die Hand vor den Mund, als ob er jetzt erst seinen Fehler bemerkt hat. Und du bist der redet. Du wirst dasselbe Gesicht noch mit 300 haben. Du hast immer ein Babygesicht. Du denkst, mein Gesicht sieht schlecht aus? Er klingt traurig. Mist, ich denke, ich habe ihn beleidigt. Kann er nicht sehen, wie gut er aussieht? Natürlich meine ich das nicht. Ein bisschen. Ich sehe. Ich weiß nicht, warum er meine Lügen so einfach akzeptiert oder warum ich überhaupt lüge. Sieht aus, als sei ich jetzt der Lügner. Er ist seltsam und ein bisschen nervig, aber wir sind hier beide gefangen, in Anführungsstrichen. Also können wir auch mehr reden, um die Zeit herumzugehen. Ich frage mich, wie lange der Regen dauert. Die ganze Nacht, hoffe ich. Was? Ich mache nur Witze. Hoffentlich wird er bald vorbei sein. Ich drehe mich von ihm weg und schaue auf mein Notizbuch. Hab's nah an mich gehalten. Ich habe vergessen zu schauen, ob es in Ordnung ist. Scheint nicht nass geworden zu sein. Was ist das? Dein Tagebuch. Ja, ich nehme es überall hin mit, damit niemand meine kleinen Geheimnisse lesen kann. Wirklich? Nein. Für was ist es dann? Ich weiß nicht, ist ein Notizbuch. Für was denkst du, ist es da? Er sieht ein bisschen verletzt aus und ich fühle mich wie ein Arsch. Auch zu Recht. Ich schreibe gern. Ich schreibe alle interessanten Ideen auf, die mir in den Sinn kommen. Ein Autor ist so cool.
Vielleicht. Was für Zeug schreibst du denn? Fiktion hauptsächlich. Ich liebe Fiktion. Kann ich was lesen? Nein. Oh, warum denn nicht? Weil's privat ist? Er errötet und schaut weg von mir. Oh, ich verstehe. Du schreibst diese Art von Geschichte. Was? Du weißt, die Erotikgeschichten, nicht wahr? Nein, darum geht's gar nicht. Ich war noch nie in einer Beziehung und vor allem habe ich noch nie mit jemandem geschlafen. Aber das werde ich ihm nicht sagen. Denn was ist so privat daran? Es ist einfach, okay? Ich möchte nicht, dass jemand es liest. Vor allem kein Vampire wie du. Aber wie willst du dich je verbessern oder wissen, ob deine Geschichten gut sind, wenn du sie nicht teilst? Weiß ich nicht, aber es muss dich nicht kümmern. Also lass es das Thema bitte fallen. Er wird still und ich fühle mich ein bisschen schlecht. Wird das hier ein ewiger Zyklus oder was? Lebst du in der Nähe? Nicht wirklich? Oder... ja, was soll das heißen? Ich denke, du kannst sagen, ich bin von zu Hause weggelaufen und nun habe ich nicht wirklich ein Zuhause. Aber du bist ein erwachsener Mensch und nicht irgendein verängstigter Teenager. Ja, naja, meine Eltern sind sehr beschützend. Sie hassen Menschen und denken, wir sollen von ihnen so weit wegbleiben wie möglich. Dem stimme ich nicht zu. Wir denken immer, ich sei zu neugierig für meine eigene... zu neugierig. Einen Tag werde ich schreckliche Menschen treffen und verletzt. Aber ich möchte nicht ständig in Angst leben, so wie sie. Die Traurigkeit in seinen Augen, wenn er spricht, scheint so real. Ich denke nicht, dass er das faken könnte. Ich denke, er vermisst sie. Was ist mit deiner Familie? Es ist nur ich und meine Mutter. Was ist mit deinem Vater passiert? Er hat unsere Familie verlassen, als ich wirklich klein war. Es tut mir leid. Keine Ursache. Ich erinnere mich nicht an ihn. Ich frage mich, warum ich ihm das überhaupt erzähle. Ich stöhne. Ich denke nicht, dass der Regenwald aufhört. Ja, du solltest ein bisschen was schreiben, wenn du hier gefangen bist. Lass mich dich nicht abhalten. Ich kann es versuchen. Ich packe meinen Stift auf das Papier und bemerke, dass seine Augen sich förmlich in mich bohren. Und ich denke, das war's für dieses Video. Wir werden einen zweiten Teil machen. Wir sehen uns im zweiten Teil wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Habt einen wundervollen Tag und bleibt gesund.